Die Gazprom-Aktie ist stark gefallen. Es ist im Grunde auch kein Wunder. Die Ölpreise und die Gaspreise sind ja auch stark unter Druck geraten. Und auf der anderen Seite ist Gazprom damit natürlich wieder sehr günstig. Wir haben hohe Dividenden im Prinzip und Gazprom sitzt auf riesigen Rohstoffvorkommen. Soll man darum jetzt bei Gazprom wieder einsteigen? Dieser Frage gehen wir heute nach. Willkommen bei Zukunftsmärkte. Herzlich willkommen. Heute geht es nochmal um eine Aktie, die es wirklich hart erwischt hat in den letzten Wochen, nämlich Gazprom. Ich habe letzte Woche hier ja schon den Ölpreis besprochen und zwei Ölaktien, nämlich BP und Shell. Und ich war relativ überrascht von den Kommentaren unter dem Video. Da hat sich nämlich schon gezeigt, es gibt anscheinend sehr viele Zuschauer, die sich schon jetzt stark interessieren für Aktien, die deutlich zurückgekommen sind. Und wenn man mal bedenkt, in welcher Lage wir ja zurzeit alle sind und womit wir jeden Tag ja auch konfrontiert werden, mit welchen Nachrichten, dann kann ich da nur sagen, ja, Hut ab, Respekt. Also wir haben hier offensichtlich etliche hartgesottene Börsianer aus echtem Schrot und Korn, die in jeder Lage, auch in der Lage, wie wir sie momentan haben, auch Möglichkeiten suchen. Wobei man natürlich schon sagen muss, die Marktlage, in der wir gerade sind, die ist ganz klar schwierig. Also man muss schon auch vorsichtig sein, auch wenn viele Aktien jetzt wieder sehr günstig sind. Aber danke für die vielen Kommentare und viele von Ihnen haben ja auch gesagt, sie würden sich eben auch dieses Update zu Gazprom wirklich wünschen. Und darum mache ich heute auch gleich die Gazprom-Aktie. Ganz kurz nochmal kleines anderes Thema, kleiner Hinweis auf den nächsten Zukunftsmärkte-Report. Im nächsten Zukunftsmärkte-Report, da geht es um Gold. Gold in der Coronavirus-Krise, es ist eben auch trotz der Krise nicht mehr gestiegen, sondern es ist jetzt in letzter Zeit auch gefallen. Da sagen jetzt viele, das liegt nur daran, dass die Händler jetzt eben alles verkaufen müssen, weil sie Liquidität brauchen und das sei alles ganz normal. Ich habe dazu aber noch mal eine ganz andere Theorie zusätzlich noch und darum geht es eben im nächsten Zukunftsmärkte-Report. Also warum fällt Gold ausgerechnet jetzt? Die Reports von uns sind gratis. Sie müssen sich dafür nur einmal anmelden auf www.zukunfts-märkte.de. Der Link dafür ist hier auch noch mal unter dem Beitrag. Gut, zu Gazprom. Gazprom ist immer schon eine spezielle Aktie gewesen. Es ist auch eine Aktie, mit der die Anleger, die da lang dabei sind, auch schon viel mitgemacht haben. Gazprom ist an sich ein Konzern, der regelmäßig Milliardengewinne macht, der riesige Vorkommen hat an Gas und Öl, also ein Vielfaches von dem, was die westlichen großen Ölgesellschaften haben. Es ist aber natürlich eine russische Aktie, dadurch ist sie grundsätzlich für uns spekulativer. Also Russland und der Westen sind ja nach wie vor zerstritten. Es gibt immer wieder Sanktionen. Es gibt auch Sanktionen direkt gegen Gazprom, zum Beispiel eben gegen die Nord Stream 2 Pipeline. Das hat Gazprom jetzt noch nicht ernsthaft geschadet, aber es ist natürlich schon ein Punkt für einen Anleger. Und Gazprom ist außerdem auch ein Staatskonzern. Der russische Staat hat 50,2% der Anteile, das heißt, er hat natürlich das Sagen. Das hat Nachteile. Also man weiß zum Beispiel ja manchmal nicht, tut Gazprom jetzt das eine oder andere, weil das jetzt vielleicht gut sein könnte für das Unternehmen und für die Aktionäre. Oder tut Gazprom das, weil die russische Regierung das will? Also Stichwort Ukraine zum Beispiel oder die Pipeline nach China und so weiter. Die Staatsbeteiligung oder die Staatsdominanz, die hat aber auch Vorteile. Also erstens der Zugang zu den Rohstoffen in Russland, da ist Gazprom privilegiert und damit ja auch die Aktionäre. Und zweitens die Ausschüttungen. Das ist auch so ein Thema. Auch die russische Regierung will hohe Dividenden haben und fordert hohe Dividenden. Und auch davon profitieren natürlich auch die freien Aktionäre. Zur Dividende komme ich aber nachher noch ein bisschen ausführlicher.
Ein ganz entscheidender Faktor sind die Preise für fossile Energierohstoffe. Hier haben wir zum Beispiel den Ölpreis. Brent-Öl die letzten 5 Jahre. Der Ölpreis ist jetzt eingebrochen, wie gesagt, ist auch mit ein Grund dafür, dass die Gazprom-Aktie eingebrochen ist. Gazprom ist auch ein Ölproduzent, das wissen viele nicht, über die Tochter Gazprom Neft. Und zusätzlich ungefähr ein Drittel der Gaslieferungen auch hängen direkt am Ölpreis. Der Ölpreis war letztes Jahr, wie wir hier sehen, auch schon niedriger als vorletztes Jahr zum Beispiel. Der Höchststand in letzter Zeit, der war schon Ende 2018. Ich habe über den Ölpreis im letzten Video schon viel gesprochen. Also der Ölpreisverfall, es liegt natürlich am Coronavirus, an dem Nachfragerückgang dadurch. Aber es kommt noch dazu, dass die OPEC und Russland jetzt noch zusätzlich ihre Produktion ausweiten in der momentanen Situation. Russland will offensichtlich einen Preiskrieg entfachen und man sagt, das Ganze sei eine Kampfansage gegen die Fracking-Ölproduzenten in den USA, die neue Konkurrenz. Und der Erdgaspreis ist genauso am Boden momentan. Wir haben in Europa ja einen sehr warmen Winter gehabt. Und dann ist es zusätzlich noch so, dass Gazprom in Europa auch mit sehr aggressiven Preisen momentan auftritt. Und auch das dürfte ein Versuch sein, die Konkurrenz, nämlich die Gas-Fracking-Flüssiggasanbieter aus den USA, aus dem Markt zu drängen jetzt. Gazprom kann natürlich viel günstiger produzieren und liefern über sein Pipeline-Netz als jetzt die amerikanischen Flüssiggaslieferanten. Mit dem Ölpreis ist übrigens auch der russische Rubel stark gefallen. Das ist für Gazprom ein gewisser Vorteil, weil die Kosten fallen ja hauptsächlich in günstigen Rubel an und die Gaslieferungen ins Ausland werden aber mit harten Devisen bezahlt. Das dämpft das Ganze jetzt ein bisschen ab. Aber trotzdem muss man sagen, wenn der Ölpreis und wenn der Gaspreis so niedrig bleiben, wie sie jetzt sind, und das ist ja von Russland und von Gazprom offensichtlich auch gewollt, dann wird aber der Gazprom-Gewinn dieses Jahr stark zurückgehen. Das ist die Gazprom-Aktie in Euro. Das Interessante ist, dass die Aktie vom Ölpreis gar nicht mal so abhängig war in den letzten 5 Jahren. Also wir erinnern uns, der Ölpreis ist gestiegen von 2016 bis 2018. Die Gazprom-Aktie ist in der Zeit aber so gut wie gar nicht gestiegen. Die hat sich eher seitwärts bewegt. Und erst Mitte 2019 gibt es dann plötzlich diesen Kurssprung, also und damit eben zu einer Zeit, als der Ölpreis schon wieder nach unten geht eigentlich. Ich habe mein erstes Video zu Gazprom gemacht am 1. Oktober 2018. Da war der Kurs bei 4,28 €. Damals war ich ja relativ übermütig und habe gesagt, die Gazprom-Aktie wird die nächsten 3 bis 5 Jahre eine Rendite bringen, inklusive Dividende, von 50 bis 60%. Ich war da also sehr optimistisch zu dem Zeitpunkt. Und dann ist es ja sogar noch viel schneller gegangen, als ich gedacht habe. 2019 war die Aktie dann ja in der Spitze bei 7,72 €. Nur inzwischen ist sie natürlich auch genauso stark wieder eingebrochen und liegt jetzt nur noch bei 4,10 €, also sogar noch unter dem Kurs von damals, als ich dieses Video damals gemacht habe. Und da stellt sich natürlich jetzt die Frage: Erstens, was ist damals passiert, 2019 bei diesem Kurssprung? Und zweitens, gibt es die Chance, dass sich das nochmal wiederholt? Was ist damals passiert? In dem Video von damals, da haben sie das Ganze ein bisschen ausführlicher, aber ich kann grob jetzt mal sagen, es hat sich damals abgezeichnet, dass die Investitionen von Gazprom wieder zurückgehen werden. Also Gazprom hat die letzten Jahre viel verdient, so wie eigentlich immer, aber Gazprom hat eben auch überdurchschnittlich viel Geld ausgegeben. Die Nord Stream 2 Pipeline, die Turk Stream Pipeline, Power of Siberia, die große Pipeline nach China, das hat alles sehr viel Geld gekostet. Und der freie Cashflow ist dadurch deutlich zurückgegangen und er war teilweise eben auch negativ die letzten Jahre. Und diese Großprojekte, die sind jetzt aber fertig, beziehungsweise sie sind fast fertig.
Und dadurch hat sich, naja, damals schon abgezeichnet, also in der Theorie zumindest, dass ab 2020 der freie Cashflow deutlich steigen könnte wieder und dass dadurch dann auch zum Beispiel die Dividendenausschüttungen deutlich steigen können. Und das mit den Dividenden, das hat Gazprom dann auch im Lauf der Monate immer wieder bestätigt und Gazprom hat das sogar jetzt im Februar nochmal bestätigt. Es geht aber nicht darum, dass die Ausschüttungen absolut steigen würden, sondern die Quote im Verhältnis zum Gewinn, die soll steigen. Hier sieht man den Ausschüttungsanteil in den letzten Jahren links, also einmal zum Gewinn und einmal zum bereinigten Gewinn. Und dieser Anteil war bis jetzt ja weniger hoch. Also und im letzten Jahren ist er sogar rückläufig gewesen teilweise. Also vom Nettogewinn 2018 sind zum Beispiel nur noch 27% ausgeschüttet worden als Dividende. Und dieser Anteil soll aber in den nächsten Jahren deutlich steigen. Für 2019 auf über 30%, 2020 dann über 40% und 2021 sogar über 50%. Die Frage ist nur, der Anteil auf was? 2018 sind pro ADR 33 Rubel 22 ausgeschüttet worden. Zum aktuellen Kurs wäre das eine Dividendenrendite von 9,5% brutto, also vor Steuern und Gebühren. Jetzt soll für 2019 die Ausschüttungsquote ja steigen. Wir wissen aber noch nicht, wie hoch der Gewinn war für 2019. Also man vermutet, der Gewinn dürfte 2019 um etwa 8% zurückgegangen sein, so auf 21,4 Milliarden Dollar. Wenn es einem jetzt hauptsächlich um die Dividende nur geht, dann wäre das verschmerzbar. Wir hätten dafür ja die höhere Ausschüttungsquote und dadurch in Kombination dann eine Dividende, die wahrscheinlich sogar noch mal leicht höher wäre als die für 2018. Und das wäre ja durchaus attraktiv. Nur 2020, da kann es dann eben schon anders aussehen. Die Gewinne schrumpfen, wie gesagt. Das war auch schon im dritten Quartal so. Also im dritten Quartal ist der Gewinn von Gazprom schon um 46% zurückgegangen. Und das war aber vor diesem Öl- und Gaseinbruch, den wir jetzt haben. Und das heißt, der Gewinn von Gazprom, der kann dieses Jahr wirklich scharf zurückgehen. Und wenn dem so ist, dann hilft einem auch diese deutlich höhere Ausschüttungsquote nicht mehr so viel. Also wir haben dann vielleicht, je nachdem wie es läuft, immer noch eine Dividendenrendite von 4% oder 5%. Aber diese Story, die wir schon mal hatten, dass wir jetzt vielleicht zu Dividendenrenditen kommen würden im zweistelligen Prozentbereich oder sowas, diese Story ist jetzt erstmal kaputt. Und beim aktuellen Preisumfeld, Ölpreis, Gaspreisumfeld auch nicht mehr machbar, meiner Meinung nach. Und Russland, wie gesagt, Russland will ja den Ölpreis auch erstmal unten halten. Und das heißt, kurzfristig wird sich da wohl auch nichts verbessern. Mittel- bis langfristig würde ich sagen, da sieht es schon besser aus. Habe ich ja auch im letzten Video schon erwähnt. Ich habe erwähnt, ich glaube nicht, dass der Ölpreis dauerhaft so niedrig ist wie jetzt. Das ist ja auch nicht im russischen Interesse und das halten auch Russland und Saudi-Arabien wahrscheinlich nicht durch. Das Interessante am Ölpreis ist ja irgendwie schon auch, dass er eben nicht nur von der Konjunktur abhängt, sondern dass er politisch auch manipulierbar ist, das Angebot zumindest. Das ist für Anleger manchmal schlecht, so war es in den letzten Monaten, aber manchmal ist es ja vielleicht auch eine Chance und ein Vorteil. Und für die Erdgaspreise bin ich eigentlich auch optimistisch. Erdgas ist ein Rohstoff mit Zukunft, gerade in Asien, wo man versucht, in großem Stil jetzt Kohle durch Erdgas zu ersetzen aus Klimaschutzgründen. Also ich glaube auch bei den Gaspreisen nicht, dass die jetzt immer so niedrig bleiben werden wie jetzt. Und was Gas betrifft, ist Gazprom natürlich ein riesengroßer Produzent mit geradezu unerschöpflichen Vorkommen und kann eben auch sehr günstig produzieren. Wenn man jetzt also Gazprom kaufen würde, jetzt wirklich auf Sicht von 10 Jahren so, dann bin ich mal relativ sicher, dass der Börsenwert in der Zeit, zu der man jetzt kauft, in der Zeit locker erwirtschaftet wird. Und die Aktie ist ja auch wieder günstig. Also wir haben jetzt zum Beispiel ja auch wieder einen Abschlag auf den Buchwert von über 70%, muss man sich auch mal vorstellen. Aber man muss sich eben auch im Klaren sein,
Die günstige Bewertung allein, das war bei Gazprom normalerweise kein Kaufargument, weil die Aktie eben auch die genannten Nachteile hat. Und Gazprom ist am Markt normalerweise auch nur dann gefragt, wenn die Anleger sehen, es geht irgendwie operativ was wirklich vorwärts und voran. Und das kann momentan eben wirklich noch eine Weile dauern und bis dahin kann die Aktie auch noch deutlich unterm Druck bleiben. Und darum würde ich, wenn ich aus dem Sektor jetzt unbedingt eine Aktie kaufen müsste, wahrscheinlich eher BP oder Shell, also vor allem Shell, die ich ja letzte Woche dann auch besprochen habe, kaufen. Die sind auch noch sehr spekulativ. Wir haben da auch nicht die derart niedrige Bewertung, wie wir sie bei Gazprom haben. Aber wir haben zum Beispiel auch sehr hohe Dividenden, teilweise sogar noch höher und auch etwas sicherer. Und es ist unterm Strich eben doch weniger Risiko. Muss aber jeder selbst wissen. Ich weiß, Gazprom, die Gazprom-Aktie, die hat viele Fans und da werden sich sicherlich zu den Kursen, die wir momentan haben, viele auch schon wieder eingedeckt haben. Okay, das war's zu Gazprom. Nächste Woche geht's bei uns wieder um das Coronavirus, worum auch sonst. Und zwar diesmal um entsprechende Pharma- und Biotech-Gesellschaften, die versuchen, da jetzt Impfstoffe oder Therapien zu entwickeln. Einige von denen sind ja auch börsennotiert. Das ist ein Thema, das ist nicht ganz so leicht zu greifen, weil die Entwicklung bei solchen Geschichten, die ist natürlich immer offen. Aber ich werde es nächste Woche trotzdem mal versuchen, dass ich da ein Fazit ziehen kann und einen Überblick geben kann. Ich hoffe, wir sehen uns da wieder. Sie können den Kanal übrigens auch abonnieren. Dazu einfach auf den Abonnier-Button drücken und anschließend auch die Glocke am besten. Die Glocke, das ist die Benachrichtigung, wenn neue Videos von Zukunftsmärkte jeweils da sind. Ich freue mich auf jeden Fall auf Sie. Bis nächste Woche. Alles Gute. Bleiben Sie vor allem gesund und herzlichen Dank natürlich fürs Zuschauen.